Hallo, hier ist Viktor Schander mit einem neuen Video zu den Inhalten des Studiengangs Wirtschaftsmathematik Aktuarwissenschaften. Das Video ist im Wesentlichen der Zusammenschnitt eines Vortrags, den Herr Wellisch und ich zum Welcome-Fest 2017 gehalten haben. Seitdem ist die Hochschule zur Technischen Hochschule geworden und wir haben ein paar neue Fächer. Aber das ist alles im Video aktualisiert. Und wir haben einen neuen Claim. Wirtschaftsmathematik, dein Zukunftsplus. Was sind die Inhalte dieses Videos? Nochmal eine Information. Ja, wir wollen natürlich Werbung für den Studiengang machen. Wir wollen aber andererseits auch Ihnen nochmal helfen, wenn es vielleicht doch nicht das Richtige wäre, dass Sie einfach nochmal Informationen bekommen, was verbirgt sich hinter dem Studiengang. Was ist der Studiengang Wirtschaftsmathematik? Wirtschaftsmathe ist ein Mathe-Studiengang, ja, und der Fokus ist eben die Anforderungen, die in der Wirtschaft für Mathematik da sind, im beruflichen, im praktischen Umfeld eben. Ja. Aktuarwissenschaften, das ist noch dieser Beiname, das ist ein spezieller Wirtschaftsbereich. Wie lang ist die Studiendauer? Die Studiendauer ist, wie jeder Studiengang, an einer Hochschule für angewandten Wissenschaften 7 Semester. Da ist ein praktisches Semester dabei, 6 theoretische. Was sind die Lernziele? Das ist mathematische Arbeitsweise und mathematische Grundlagen. Ja, gerade diese Arbeitsweise, mathematische Arbeitsweise, das ist ein Punkt, den sehr viele Unternehmen dann schätzen. Also es geht weniger wirklich um die mathematischen Inhalte, was man da speziell an Mathe kann, sondern es geht darum, dass wenn man sich in einem Studium in Mathematik beschäftigt, dass man eben eine bestimmte Arbeitsweise bekommt, ja, die ist gründlich, die ist genau, die hinterfragt und so weiter und so fort. Dann lernt man aber eben Theorie und Anwendung von angewandten mathematischen und statistischen Verfahren. Also das sind dann wirklich mathematische, statistische Methoden, die in der Praxis zum Einsatz kommen. Ja, das Thema ist riesengroß und wird immer größer, auch in Richtung moderne Datenanalyse, so Data Science wäre das so ein Stichwort. Dann lernt man Spezialkenntnisse für den Bereich Finanz- und Versicherungswirtschaft. Das ist eben dieser Fokus, auf den der Studiengang in der Anwendung dann sich konzentriert. Man lernt, wie man IT-Technologie einsetzt, also Umgang mit dem Computer. Und man lernt, das ist vielleicht ein Unterschied zu Universitäten, auch berufsqualifizierende Kenntnisse, die über die Fachthemen hinausgehen. Also zum Beispiel haben Sie bei uns Englischvorlesungen, also Sprachen, oder Sie haben eine Vorlesung oder eine Art Workshop auch zur Kommunikation. Ja? Welche Fächer gibt es denn im Studium? Das sind die Fächer, die Sie ungefähr erwartet haben. Das ist nach Semestern geordnet, also erstes, zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes, siebtes Semester. Das ist also zeilenweise zu lesen und es geht mit Grundlagen erst los. Und wir haben dann die großen Blöcke, wir haben quasi einen großen Block Mathematik. Also dann haben wir die Informatik, das ist auch mit ein wichtiger Baustein. Dann Statistik, dann berufsqualifizierende Fächer und Wirtschaftswissenschaften. Sie sehen, also in jedem Semester ist was geboten. Und wir fangen wirklich mit der Analysis an. Das ist was anderes als in der Schule. Und so geht es dann in der Mathematik durch. Das finden Sie in jedem anderen Mathematikstudiengang auf der Welt auch. Das, was besonders ist, also die Informatik ist inzwischen auch ziemlich prominent überall vorhanden. Also Sie lernen zuerst einmal die Grundlagen, dann Programmieren 1, 2. Da lernen Sie konkret 2 Programmiersprachen, Java und C. Und danach Datenbanken, das ist ein sehr wichtiges Instrument für später. Dann gibt es diesen Bereich Statistik, Aktuarwissenschaften, das geht zusammen, und dann berufsqualifizierende Fächer und Wirtschaftswissenschaften. Da geht es darum, wie verstehe ich eine Bilanz, wie stelle ich eine G&V auf und so weiter. Wie läuft das 6. Semester ab? Im 6. Semester, das sehen Sie also hier, das 6. Semester, das ist komplett außerhalb der Hochschule, also fast komplett außerhalb der Hochschule, im Praktikum, im Unternehmen. Und es gibt sogenannte Praxisblöcke, da werden Sie auf das Praktikum vorbereitet. Und wenn Sie aus dem Praktikum zurückkommen,
erstatten Sie uns quasi Bericht, da präsentieren Sie, was die Inhalte Ihres Praktikums waren. Was ist ein Aktuar? Dazu gibt es ein YouTube-Video. Frag einen Aktuar, das findest du hier. Warum sollte ich an der TH Rosenheim studieren? Aktuarielle Kenntnisse sind extrem gesucht. Also Sie können auch mal googeln, wie schaut es aus, Aktuar. Gibt es irgendwelche Stellenangebote? Sie werden fündig werden. Und die Wirtschaftsunternehmen, die kommen auch zu uns, besuchen uns gerne und nehmen gerne unsere Praktikanten. Und manchmal heißt es auch, wieso hat sich denn diesmal kein einziger bei uns gemeldet? Ja? In der Regel ist es so, dass die Praktikanten tatsächlich aussuchen können, welche Praktikumsstelle sie annehmen werden. Alle Professoren hier waren, sagen wir, in der freien Wirtschaft tätig, wissen also, was letztlich an Kenntnissen tatsächlich verlangt wird, was gebraucht wird. Das heißt, wir fokussieren uns wirklich auf die Anwendung. An den Universitäten ist es eine Ausbildung, die stärker auf die Forschung zielt. Dann haben wir Sprachen und berufsqualifizierende Fähigkeiten, also Kommunikation. Wenn man nochmal auf diesen Blog schaut, da haben wir Englisch, Kommunikation. In den Praxisblöcken bekommen Sie auch nochmal die Möglichkeit, quasi Soft Skills noch zu erwerben. Das zieht sich durch das ganze Studium. Und letztlich gibt es in Bayern keinen vergleichbaren Studiengang. Eigentlich, wenn Sie genau schauen, in ganz Deutschland in der Fokussierung nicht. Gibt es Kontakte in die Praxis? Wir haben sehr gute Kontakte zur Deutschen Aktuarvereinigung. Also ich bin selber Aktuar und bin in DAV-Gremien auch tätig. 5 der 10 Prüfungen, also 5 von 10 klingt wenig, aber es sind 5 von 6 Grundwissenprüfungen, sind anerkannt. Das ist auch nicht selbstverständlich. Wie sieht man, was von der DAV anerkannt wird? Wenn man nochmal diesen Studienplan anschaut, da sind manche Veranstaltungen fett angedruckt. Ja? Wirtschaftskontakte. Also wir haben zuerst einmal die Versicherungskammer Bayern, das ist die größte Versicherung in Bayern. Wir haben dann die Allianz, das ist die größte Erstversicherung in Deutschland, sogar in Europa. Wir haben die Münchner Rück, das ist die größte Rückversicherung der Welt. Swiss Re ist die Nummer 2. Dann haben wir auf Seiten von Wirtschaftsprüfern, also die brauchen auch Aktuare, das sind die großen Namen, KPMG, PwC, Ernst & Young. Und dann kommen ein paar Software-Beratungshäuser, MSG ist ein sehr großer Laden, Information Works und auch CSC. Und insgesamt sind wir in Rosenheim wirklich im Zentrum des Geschehens, also der größte Versicherungsstandort Europas. Und wenn man nicht in die Versicherung gehen will, es gibt IT-Unternehmen, es gibt Beratungsunternehmen, die alle in diesem Bereich Versicherung, Personenversicherung und so weiter tätig sind. Welche Voraussetzungen muss man mitbringen? Wir haben nur die üblichen Zulassungsvoraussetzungen, es gibt keine speziellen. Sie müssen nur normale Mathematikkenntnisse mitbringen, was immer normal heißt. Aber der wichtige Punkt steht so ziemlich in der Mitte. Schulmathematik ist keine Mathematik im Mathematikstudium. Also, das heißt, Sie müssen wichtiger wie jetzt die genaue Mathematiknote oder so. Ja. Wichtiger ist, dass Sie eben Spaß an Problemlösungen haben, an mathematischen Fragestellungen. Und das, was ich ganz am Anfang heute gesagt habe, mit dieser mathematischen Arbeitsweise, die Sie sich dann aneignen durch Studium, das sollte natürlich so ein bisschen schon irgendwie in Ihnen schlummern. Also sowas wie Ausdauer und eine gründliche Arbeitsweise. Dass man natürlich mathematische Grundkenntnisse mitbringt, also sowas wie Bruchrechnen, Potenzrechnen und so Sachen, das ist irgendwie klar. Ja? Aber Sie werden in dem Studium bei Null anfangen in Mathe. Also Sie werden am Anfang erstmal lernen, was so die Zahlen eigentlich sind und so. Ja? Sie werden, ich bin da gleich am letzten Punkt unten, ziemlich viel Einsatzbereitschaft mitbringen müssen oder machen wir es mal positiv, bringen wir die Kurve nochmal positiv. Sie werden eine Freude an Herausforderungen haben müssen, weil es ein sehr anspruchsvoller Studiengang ist. Ja? Sie sollen bei uns zusätzlich zu dem, was in Mathe auf Sie zukommt und in den angewandten Mathefächern, sollen Sie halt auch Interesse haben an wirtschaftswissenschaftlichen Problemstellungen.
und auch eben so an Umsetzung von Lösungen mittels Computer. Ja. Weil die beiden Sachen sind im Studium fest mit verwoben. Welche Informationen gibt es auf der Homepage? Dann finden Sie ja einen Film, Sie finden Erfahrungsberichte von ehemaligen Studenten, die Inhalte sind nochmal da. Es gibt auch so ein ausbildungsintegriertes Studium, aber empfehle ich Ihnen auf alle Fälle, schauen Sie da auch nochmal rein, nutzen Sie das. Auch finde die Erfahrungsberichte immer ganz interessant.